Wir wollen hier heute ein Zeichen setzen gegen das 2G-Diktat der EU. Wir glauben, dass das eine Maßnahme ist, die völlig unverhältnismäßig ist und übers Ziel hinausschießt. Aus unserer Sicht müssen Studenten, die hier leben, die hier einen Wohnsitz haben, auch als Ungeimpfte studieren können. Ich bin teilweise schockiert, entsetzt und fassungslos, was in diesem Land vor sich geht. Ich meine, Österreich ist mittlerweile zum Geisterfahrer in der EU geworden. Die WU ist mittlerweile Geisterfahrer in Österreich, weil nichts anderes kann ich das erklären, weil wenn jetzt sogar in Österreich mittlerweile die 2G-Maßnahmen aufgehoben werden und die WU jetzt gerade 2G-Maßnahmen einführen will, halte ich das für dermaßen absurd, dass mir dazu fast gar nichts mehr einfällt.